Hallo Leute und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wir fangen mit der achten Welt an. Yeah. So, Welt 8 ist jetzt nochmal richtig knackig. Ich möchte nicht schwer sagen. Schwer ist das ganze Spiel nicht wirklich, aber auf jeden Fall knackig. So, auch wenn knackig irgendwie sich komisch anhört, egal. Auf jeden Fall, werden wir hier von so einem Nebel des Todes sozusagen verfolgt. Und da wollen wir natürlich nicht reinkommen. Und außerdem kommen von oben so Dinger und es kommen von unten so Dinger. Das ist die Problematik des Levels. Ich hoffe, ich konnte das ganz gut anschaulich darstellen. Oh, ein Leben nur noch. Naja, wir haben ja gespeichert hier. Blöp. Und hey, und Game over, ey. Hatten wir das schon mal? Nee, extra Anläufe 1. Das ist blöd. Naja. Egal, alle besuchten Todhäuser sind wieder hergestellt, ja. Das ist nett. So. Hep. Hüpp. So. So. Ma. Dumm. So. Hier ist da bestimmt, genau. Pilz. Hui. Oha. Zwei auf einmal, ist nicht nett. Komm, geh weg, du Fontäne da. So. Hep. Und hep. Das ist die erste. Oh Gott, wie lang ist das Level denn? Na gut, ich wüsste jetzt auch nicht, wo die davor sein hätten sein sollen, aber gut. So. So. Egal, ob da was drin ist. Ich möchte nicht mich mit diesen untergehenden Plattformen anlegen wollen. Ja. So. Hep. Das ist so ein Level, was ich wirklich gerne einfach rushen möchte. Nur diese Fontänen halten das ein bisschen auf. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich weiß es selbst nicht. Egal. So, na, so weit fallen wir nicht zurück. Jetzt möchte ich aber doch mal hier so den Nicht-Pilz abgreifen. Auch nicht. Ist ja doof hier. Nicht laggen. Hier vielleicht. Jawohl. So. Ein Hit möchte ich dann doch irgendwie haben. So, so. Ach komm. Nicht laggen. Das ist doch langweilig, wenn es laggt. Wow. Ah, wie die einfach nur ausbremsen, die Teile. Das ist dämlich. So. Help. Hätte ich das gerade auch mal so gemacht, dann wäre alles gut gewesen. Hep. Der... Drei Facepalms. Mann. Ich hasse es, wenn ich zu doof bin. Und das passiert häufiger. Vor allen Dingen, wenn ich aufnehme. Aber sie kennen das ja. So. Wofür ist überhaupt der Pau gut? Ist dafür, bringt doch gar nichts außer Münzen. Schön. Und die beiden Penner hier wieder. Gemein. Habe ich überhaupt noch Items? Nö, auch schön. Hm. Mann. Ich fühle mich gekränkt, was weiß ich. So, hep. Also ich will auf jeden Fall mehr als dieses Level schaffen in der Folge. Ja.
So. Und ich hasse diese beiden Lavasäulen hier. Die bringen so überhaupt nichts. Eigentlich schon. Sie bringen, dass sie mich nerven. Und das tun sie sogar sehr gut. So. Na komm. Bisschen Mut braucht man dann doch. Hep. Und hep. So. Was soll das denn jetzt hier? Ist doch wohl assig. Oder komme ich da rein? Ah gut, ich komme da rein. Was haben wir denn dann hier? Ist das der Ausgang? Tatsache. Wow. Jetzt wäre ich gerade übrigens durch den Lag beinahe gestorben, aber darauf gehe ich einfach mal nicht weiter ein. Was wäre denn dann da noch rechts gekommen? Egal. Auf jeden Fall bin ich fertig mit dem Level. So. Dann 8-2. Das hatte auf jeden Fall zwei Ausgänge. Das weiß ich. Weil das führt zu 8-8, glaube ich. Das ist ein ziemlich schweres, aber auch cooles Level. Und damit könnte man sich fast die komplette Welt 8 sparen, wenn man diesen Weg nimmt. Ich werde natürlich beide zeigen. So. Bim, bim, bim. Bam, bam, bam. Ey. Hep. Ey. Schupp. Jui. So. Hep. Hep. Hep, hep. Hep. So. Ist eigentlich wenig spektakulär, das Level. Aber gut. So, die Münze ist auch nicht besonders schwierig. So. Wo war denn jetzt der Ausgang? Ich weiß noch genau, wie die Stelle aussieht, aber wann die kommt, weiß ich nicht mehr. So, 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 so. Sehr schön. Hep. Freeze. Ganz viel Freeze. So. So, jetzt müssen sie gleich kommen. Kann ich die auch einfrieren? Nee, ich glaube nicht. Ist das die Stelle? Ja, okay. So, hier ist jetzt meines Wissens der Geheimausgang. So, bam, dann fallen die Münzen runter und ich sehe sie nicht mehr, auch schön, aua, schön zu weit gerannt. Hallo, so, und da rein. Genau, hier ist der Geheimausgang. Hep, hep. Hep, sehr schön. Eine Glanzleistung. Das wird direkt mit einem Slowdown belohnt. Genau, belohnt. Level abgeschlossen. So. Dann nochmal auf den normalen Weg. Blub, 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 blub. Jahoi. So. Wie gesagt, nochmal auf den normalen Weg. Oh, der Emulator kann sogar die Akkuleistung erfassen. Nicht schlecht. Aber egal, es wird schon noch reichen. Also, ich weiß, ich hab das ganze Projekt von DK gesehen und ich glaube, der hatte die ersten 10 Folgen oder so diese Meldung und hat sie halt nicht geladen und es hat trotzdem gereicht. Deswegen mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken. So. Es war im Prinzip dann so ein kleiner Running Gag, aber egal, ich mache jetzt hier nicht Schleichwerbung für andere Let's Player, auch wenn die kein allzu schlechter Let's Player ist. Egal. So. Hep.
So. 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 Hep, 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 hep. Hep, hep. Ein Leben, sehr schön. Und Münzen, ich krieg ganz viele Münzen. Hep. Das war eng. So, so. So. Und hier ist dann auch direkt der normale Ausgang. Der sieht ziemlich gleich aus. Nur, dass hier keine Lava zwischen ist. Verkackt. Egal. Plopp. 1000. Level abgeschlossen. Gut, dann... Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch ein Level schaffe. Aber ich glaube, ich möchte erstmal das Level zeigen. Weil das ist, wenn ich nicht sterbe... Ach, 8-7 war es. Okay, egal. Wenn ich nicht sterbe, dann passt es auf jeden Fall in der Zeit. Und das ist ein cooles Level. Ja, ja, meine. Die Fernbedienung ist fast leer. Egal. So. Das ist... Ich nenne es das Achterbahn-Level. Ist relativ passend, weil man fährt Achterbahn. Und es ist einfach so eine Art Geschicklichkeitslevel halt. Man darf nicht sterben. Ist logisch. So. Das ist noch relativ simpel, aber es kommt noch ganz schön schwierig. Vor allen Dingen, wenn man alle drei Münzen sammeln will, ist das Level schwer. Aber naja. So. 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 Naja, ich krieg, glaube ich, noch ein Power-Up. Genau, hier. Plopp. Nicht. Schade. Aber da. Ne. Ma. Undankbar, dieses Spiel. Hep. 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 So. Und hep. Und hep. Das Level macht zu zweit oder zu mehreren auf jeden Fall auch ziemlich Spaß eigentlich, weil man sich dann immer so ein bisschen gegenseitig scheiße trollen kann. Da war kein Mittelpunkt. Gut. Damit das noch in die Zeit passt, überspringe ich jetzt auf jeden Fall die erste Fahrt schon mal. Bis gleich. So, hier bin ich. Und ich kriege immer noch kein Power-Up, denke ich. Nö. Warum auch? So, und hep, und hep, und hep, und hep. Und hep. So, bin ich gerade schon hier gestorben, oder? Ne, hier, glaube ich. Oder? War das hier? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin... Wow, das war scheiße knapp. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall weiter als gerade. So, jetzt geht's nach oben. Und der Mittelpunkt, sehr schön. So, die Achterbahn ist jetzt sowohl schwer als auch unglaublich schön inszeniert. So, hep. Hep. Blöpp. Ich versuche mal die Münzen hier zu kriegen. So. Hey, sehr schön. Ah, ich mag das. Ah, es kommt sogar noch rein, stimmt. Gut, hier war doch irgendwas, genau. Oha, eine Feuerblume. Okay, dann ist das die, die sehr schön ist. Mit Slowdowns. Na los, komm schon. Plopp. So, jetzt haben wir hier nämlich diese zweispurige Bahn. Und die wechseln sich jetzt so ein bisschen ab. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Ehrlich. Wie sollte man das denn machen? Na gut. Ich glaube, hier ist dann auch Schluss. Genau. Ja, so viel zu dem Level. Damit würde man, wie gesagt, die komplette Welt jetzt bis zu Bowsers Schloss, glaube ich, überspringen. Oder, nee, auf jeden Fall, genau, bis zum Schiff. Danach kommt Bowsers Schloss erst. Aber egal, auf jeden Fall eine Menge Level. Mache ich natürlich nicht. So, und, so.
Wir machen dann beim nächsten Mal in Welt 8.3 weiter. Aber bis dahin erstmal ciao.